Ich hätte jetzt gesagt, das ist so fast wie eine Manie, wo einem reizt dazu, ja, so etwas zu machen. Ich finde einfach für mich, das Klangerlebnis ist ganz anders. Die romantischen Instrumente haben mehr Charakter gehabt. Was wir in diesem Experiment herausfinden, ist, wie das Material, die Legierung, das Herstellungsverfahren, Nachbehandlung vom Material, wie das den Klang von diesen Instrumenten beeinflusst. Wir haben schlussendlich können, zusammen im Team mit dem Instrumentenbauer und einem Musiker Instrumente herstellen, die Klangvorstellung erfüllen. Und wir sind auch überzeugt davon, dass die Instrumente tauglich sind für eine tägliche Benutzung in Orchester, die eben wollen, historisch informiert korrekt aufführen. Es ist natürlich vieles auch eine wissenschaftliche Bestätigung, was wir in den Spieltests, wenn Musiker spielen, mitkriegen. Und trotzdem meine ich, es muss eigentlich einem immer bewusst sein, was machst du und warum machst du es. Und nicht einfach, ja, wenn ich da. Dann habe ich einfach das Gefühl, es ist ein Instrument, ein Zufallsprodukt. Und das will ich eigentlich nicht. Ich will es steuern können. Muss man für diese Leidenschaft auch ein bisschen verrückt sein? Auf jeden Fall. Anders geht das nicht. Wir können es.